So, wo ist denn hier? Da ist ja. Ich mach mal ein bisschen Licht, warte mal. Es ist inzwischen 22:30 und es ist dunkel geworden. Wie kommst du denn da nach Hause eigentlich? Na komm, hier hast du Geld für den Bus. Danke. Ist auch schön, am nächsten Morgen so. Hier ist Geld für den Bus. Hier ist Geld für den Bus. Schön. Nee, ich fahre gleich natürlich noch mit dem Bus nach Hause. Ja. So. Huch. Ja, das geht jetzt hier aber nicht mehr. Ach, nee. Ich wollte eine Spitzhacke machen. Du lenkst mich einfach ab mit deinen erotischen Schweißperlen. Mhm. Auch die Musik hier macht mich ganz kirre gerade. Was wollte ich machen? Eine Spitzhacke, ne? Ja. Du bist so crazy, Baby. Du holst die Wäsche, Girl. Ja, ist geil. Einfach ja. Geil. Boah, ist das laut. Ja, Entschuldigung. Ich weiß, du willst mich singen hören. Alter, ist hier nicht mal was Vernünftiges? Komm hier. Kommt gar nichts. Sei doch nicht so ungeduldig, gib ein wenig Zeit. Sei doch nicht so ungeduldig, ich bin noch nicht so weit. Boah, ich muss hier mal Volksmusik laufen lassen. Da grün sind's die Auen und schön sind's dabei. Ich spiel mit der Jana und wir fühlen uns frei. Ja, Freunde! Hier ist was los. Los. Schön. Ich mag das immer, wenn du singst. Ja? Ja. Das sagst du auch nicht nur, weil ich dich damit erpresse? Nein. Ich finde das wirklich ganz schön. Hm. Ich sehe schon da wieder deine Augen leuchten. Sind das Tränen? Ja. Tränen der Freude. Gerade in heutigen Zeiten. Bla 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 bla. Boah, ich hab so Hunger. Ich auch. Wir müssen zwischendurch eine Pause machen. Ne? Müssen wir. Warum lachst du denn da jetzt so schäbig? Na so. War da jetzt irgendwas Zweideutiges bei? Nein, eigentlich nicht. So. Wieso lache ich nur über zweideutige Sachen? Ja, du bist nämlich so ein schlimmer Finger. Überhaupt nicht. Na klar. Überhaupt nicht. Der schlimmste Finger im Wilden Westen. So, pass mal auf. Schnuckibert. Hier mal zu. Ich werde mich nochmal dezent zurücklehnen und was trinken. Ich wünsche dir viel Erfolg bei deinem Schluckvorhaben. Bei deinem Trinkvorhaben. Oh, wie erotisch sie die Flasche gerade an die Lippen bringt. Ich möchte das hier an dieser Stelle noch einmal betonen. Alter, nee, ey. Was denn? Man muss doch einer Frau auch mal sagen, dass sie erotisch trinkt. Sein kann überhaupt. Ja. Was ist das für eine Frau, der man das nicht sagt? Welches Elend muss diese Frau überkommen? Die wurde geschlagen. Ja. Ständig. Ja. Ja. So, weißt du, was ich hier vorhabe? Ja, ne? Ja. Boah, aber sieht immer noch scheiße aus. Ich habe keinen Bock, das jetzt 10 Folgen lang zu machen. Ich mache jetzt mal was anderes. Ich lasse das immer unfertig also stehen. Also wie immer, unfertig einfach mal stehen lassen. Ja, aber das dauert immer so lange. Oh, hier ist aber dunkel drin. Wo bringen wir denn die Fackeln an? Ja, da, an der Treppe, links. Da? Ja, irgendwo. Hier? Vielleicht da. Oder da? Nee. Oder hier? Da. Ja, mach mal. So? Ja. Oder nur? Nee. Okay, da. Bock? Ja. So, ne? Ja. Oh, ist doch super. Ja. Einfach mal nur noch ja sagen. Sieht schon mal, genau, ja. Hast du recht. So, pass mal auf. Mutti. Hier. Wieso kann ich... Ach, Mann, Alter, wieso will ich mal Stickies anbringen, wenn ich einen Zaun machen will? Kannst du mir das mal verraten? Nee. Nein, kann ich nicht. Schade, ich habe gehofft, du könntest es mir verraten. Ich war ein wenig verzweifelt, weißt du? Ich würde auch gerne mal was probieren, wenn was es denn? Dir recht ist. Was denn? Ich möchte mal was Bestimmtes probieren. Ein Pisten kann man eigentlich auch als Tisch nehmen, ne? Was denn? Kann man, ja.
Achso, warst du gerade noch bei der Ero-Stimme? Genau, da war ich noch. Da komme ich nicht so schnell runter. Bitte, mach weiter. Boah, eine Sache musst du heute aber noch für mich machen. Was denn? Das erzähle ich dir nach. Nein, und zwar, du musst, und darauf lege ich Wert, du musst Eddie Murphy imitieren. Weil ich das so gut kann. Das ist ja egal. Und so oft mache. Das ist ja egal, das spielt ja keine Rolle. Ja, das werde ich dann später... So wie Eddie Murphy in letzter Zeit auch. Ja, machst du? Ja, mache ich nachher. Nee, schon jetzt. Nee, du. Da muss man spontan sein. Nee, ich bin spontan, hallo. Okay. Hallo, natürlich. Hallo, ich doch nicht. Kann ich den Netabrick-Fans, kann ich auch mal probieren? Ja, das sieht doch bestimmt scheiße aus. Ja, jetzt sei doch nicht mal so negative. Ja, ist ja gut. So, machen wir ein schönes Wohnhäuschen draus. Und dann, weil es hier so dunkel ist. Oder? Geht das? Ich sag nichts, sonst heißt es wieder, ich bin so negativ. Also ich find's jetzt nicht so optimal. Ich find's übrigens rassistisch, dass das Wort negativ sich so ein bisschen anhört wie... Subtrahier mal das Tief von dem Wort, ne? Mhm. Ja. Und es gibt auch nicht neger hoch. Ist immer nur tief, immer nach unten. Ich find das voll rassistisch. Huch, was war das gerade? Hast du ein Ei gelegt? Mhm. Boah, was mache ich denn jetzt? Jetzt mache ich einfach einen normalen Zaun. Jetzt habe ich auch keinen, weißt du, langsam. Ich muss essen, ich werde gleich ungemütlich. Ich werde gar nicht zu Diva, wenn ich nichts gegessen habe. Ich kriege nur schlechte Laune, wenn ich zu lange nichts gegessen habe. Wie zum Beispiel gestern. So wie heute. Nee, das war ja gestern. Den ganzen Tag habe ich nichts gegessen. Wirklich gar nichts. Gar nichts. Und dann irgendwann nachts um eins noch beim Meckes sitzen und endlich mal frühstücken. Das war ein bisschen ungeil irgendwie. Aber ich wollte mal ausprobieren, ob man vielleicht auch andere Sachen als Tischbeine nehmen kann, wie zum Beispiel mal... Geht eigentlich, ne? Geht, ja. Ah, jetzt da noch so ein Plättlein drauf, wenn das geht. Da freue ich mich. Aber echt, da kriegst du schlechte Laune, wenn du... Na, nicht schlechte Laune, aber irgendwann, ab irgendeinem Punkt, ich bin da noch sehr hart im Nehmen. Mhm. Und sehr zart im Geben. Nein, Entschuldigung. was wollte ich denn sagen? Jetzt bringst du mich völlig Essen. Aus dem Konzept. Es ging um Essen und schlechte Laune. Genau, auf jeden Fall, ich bin da also noch sehr, ich halte noch lange aus. Da kenne ich einen Kollegen, der ist da wesentlich schlimmer. Den ich jetzt aber nicht hier anschwärzen möchte. Und dann, naja, nach einer Weile ist das halt so. La da 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 da. Was? Nichts, es ist schön. Einfach schön dir zuzuhören und noch schöner dir zuzusehen. Ach, das freue ich mich aber. Ja. Ha, als das Bauernhaus angefangen habe, habe ich zu diesem Lied gesungen. Und zwar: We take you up where you belong. Ja, so war das damals. Und ich kann hier keine Tischplatte draufbauen. Huch. Ist ja auch rassistisch. So, heimlich getrunken? Mal wieder? Ja, machst du sehr gut, während ich hier verdurste. Möchtest du was trinken? Du, ich habe mir ein Kühlchen hier hingestellt, aber ich halte noch durch bis zur Aufnahmepause, glaube ich. Huch. Da ist gerade irgendwas gegen mich geflogen. Irgendwas Schweres. Ich glaube, es war ein Düsenjet. Auf jeden Fall. Ein Düsenjet. Ach, was ich gerne hätte. Das ist ein Düsenjet. Mir geht die Düse. Too much? Ja. Okay, wenn du sagst, es ist too much, dann halte ich mich daran. Und ich würde gerne noch ein Bücherregal integrieren. Das ist wie Integralrechnung im Haus, aber hat nichts mit Mathematik zu tun. Was rede ich eigentlich? Ich bin verwirrt und habe langsam Bedenken, dass ich nicht mehr weiß, was ich hier machen soll. Hallo Jana. Hallo Gregor. Wie geht es dir da drüben? Sehr gut. Oh,
Huch, da ist mein Malheur passiert. Hihi. So, wie mach ich das denn jetzt bloß? Vielleicht ja so. Und das sieht... Es sieht schon scheiße aus. Was soll das darstellen? Das ist ein Hut. Ah, ein Hut. Ja. Hutmoden werden hier ganz stark unterschätzt in Minecraft. Hast du Hüte? Ich habe einen Hut. Aber nur aus Spaß. Ach so. Ich hab ihn nur aus Spaß. Oh, scheiße. Aus Spaß, aus Spaß. Ich probiere gerade nur ein paar Sachen aus. Ich hoffe, das stört dich nicht. Nee. Gut, gut. Was das da ist, weiß ich nicht. Ich könnte ja auch mal, aber das sieht noch schäbiger aus. So. Nee, ne? Nee, also ich glaube nicht. Ich dachte, ich probiere jetzt mal was mit dem Gitter rum. Kennst du Gitter Gans eigentlich? Nee. Du kennst Gitter Gans nicht? Nein, ist das die Schwester von Gustav Gans? Nee, ich weiß nicht, ob die da irgendwie in so einem familiären Verhältnis drin steckt. Aber auf jeden Fall ist das die, die immer Onkel Dagobert heiraten möchte. Ach so? Ja. Aber nicht diese... Nee, das war ja eine Hexe, diese schwarzhaarige, ne? Das ist ja Gundel Gaukele. Ach, Gundel. Du kennst das dich sexy, aber wirklich gut aus, ne? Das sexy Miststück in Entenhausen. Ja, natürlich. Ich habe ja lange Zeit auch gelesen. Ja, du hast mir auch neulich erst erzählt, wer denn eigentlich die Eltern von Tick, Trick und Track oder so sind. Ja, natürlich. Ja. Natürlich. Und auch wer Dagoberts Eltern waren, das genau weiß man das inzwischen hast du schon. Mir erzählt. Genau, ja. genau. Das sind ja Dinge, die muss man inzwischen schon wissen. Das ist auch beim Forschungsgespräch gefragt. Genau, da wolltest du mich einfach mal... Ja, ich sollte mich einfach mal weiterbilden und dann hast du mir diese spannende Geschichte erzählt. Vernehme ich da einen leicht ironischen Unterton? Nein, nein. Es war wirklich interessant. Ich habe dich ja auch gefragt. Danach. Das stimmt, das stimmt. So, soll ich das so lassen hier? Das ist ein bisschen Abwechslung, ne? Ja. Denke schon. Kann man so anbieten. Kann man anbieten, ja. Hier ein Blümchen hin irgendwo. Hier fliegt eine kleine Mücke rum. Das ist ja super. Hier muss noch irgendwas hin. Was machen wir denn hier hin? Hm, Schnucki? Vielleicht sag doch mal einen Ofen. Ein Ofen ist immer super im Haus. Ein Ofen und noch was anderes. Und noch was anderes. Ein Ofen. Für die Zofen. Boah, ich hab inzwischen so viel Scheiße dabei einfach. Dass dir das nicht auf den Sack geht hier mit mir. Wenn du wüsstest. Ach so, okay. Ach nein. Dann habe ich meine Mission ja erfüllt. Ich mag dich doch ein bisschen. Naja, das sagst du jetzt doch nur. Denn dafür werde ich doch bezahlt. Ach so. Oder nicht? Stimmt, ich habe ja schon 30 Cent geboten. Ja. Da muss aber noch mehr drin sein, ne? Weißt du? Boah. Ich hoffe, ich habe die Mücke gerade gefangen. So ein Held. Jetzt hat er mit der Hand eine Mücke gefangen. Du bist einfach so ein Held. Ja, die hat aber auch nur 2 Hitpoints. Und ich habe nur 3 Experience Points bekommen. Nerd. Ach, guck mal, hier haben wir ja schon Bricks drin. Ja, gut, dass wir so weit gereist sind, um die zu holen. Hat sich auf jeden Fall gelohnt. Ich dachte, du guckst das Let's Play. Ja. Wie weißt immer, du sowas immer. Nicht? Und doch nur, wenn ich Langeweile habe bei der GSG 9. Ach so, das ist ja, was ja ziemlich oft vorkommt, weil ihr habt ja nicht oft Leute, die einfach wahllos verprügeln könnten, ne? Da muss man ja aufpassen wegen Presse und so. Genau. Ja, das verstehe ich. Naja, gut, aber ihr gebt ja euer Bestes. Ist aber auch sehr, sehr presseaufmerksamig. Presseaufmerksamig, sehr ja. Sehr presseaufmerksamig. Das auf jeden Fall. Finde ich schon ganz gut. So, jetzt habe ich das... Und mit dat mache ich mal wat? Ein Öfchen wolltest du haben, ne? Ja, bitte. Du magst ja Öfchen. Die sind ja immer so schön und warm. Ich wollte zuerst heiß sagen, aber das wird mir dann wieder zur Last gelegt. Das will ich nicht.
Siehst du, da schmunzelst du schon wieder. Mhm. Ich mag's ja, wenn du schmunzelst. Bist du ein richtiges Schmunzelinchen. Warum lachst du denn jetzt? Entschuldigung, ich musste gerade lachen. Mein Gott, ey. Was denn? Das war schon kein Schmunzeln mehr, das Natürlich. War schon gerade Lachen. Mit Nase zuhalten. Du hast dir die Nase zugehalten beim Lachen? Ja. Warum machst du denn das? Damit ich nicht raus... Schnaufe? Hast du Angst, dass da Popel aufs Mikrofon fliegen? Nee, keine Popel. Meinst du richtige Nuggets, ja? Ja. So, pass auf, jetzt mal hier ein Öfchen, da ein Öfchen. Nein. Ist zu nah? Ja. Vielleicht unter die Treppe? Da so? Das sieht bescheiden aus. Oh, was? Ich wundere mich, dass es überhaupt dahin passt. Hier ist die Treppe? Und da ist der Ofen? Hä? Ja, das passt genau. Nee. Warum soll das nicht passen? Ach, hier ist die Treppe. Klar, hier ist die Treppe. Ich dachte gerade, hier wäre die Treppe. Ach so. I was just a little bit confused.